Ja, ich möchte hier auf die Frage eingehen, wie schaffe ich es, einen Mann verliebt zu machen? Was kann ich tun, um einen Mann von mir zu überzeugen? Und. Ich habe jetzt diese Frage öfters geschickt bekommen und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt mal 6 Tipps rauszuhauen, was man tun kann, um einen Mann von sich zu überzeugen. Und bevor ich jetzt hier dieses Video anfange, bevor ich jetzt hier Tipps gebe, ist es mir wichtig zu sagen, du solltest dich nicht komplett verbiegen. Also sprich, mach jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles, um einen Mann von dir zu überzeugen und verstell dich bitte nicht komplett, denn du sollst natürlich auch noch du selbst bleiben. Und wenn du gewisse Dinge lernen möchtest, klar, setz sie um, ne, nimm die Tipps mit. Aber wenn du bemerkst, dass dieser Mann dich einfach nicht möchte, ist es halt auch wichtig, dann zu sagen, okay, ich lasse los. Ne? Ich kämpfe jetzt hier nicht um irgendetwas oder irgendwen, der mich gar nicht will. Es ist auch da ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, hat es Sinn, sich jetzt hier irgendwie Mühe zu geben? Hat es Sinn, jetzt hier noch an mir ein bisschen zu arbeiten, um diesen Mann von mir zu überzeugen? Oder ist das irgendwie ein Kampf, der jetzt schon, bevor er angefangen hat, total sinnlos ist? Ne? Weil manche Frauen tatsächlich ja da nicht ganz, ganz klar unterscheiden können, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Und ich möchte, dass du dir da vorher Gedanken machst, ne, bevor du jetzt sagst, okay, ich möchte das jetzt irgendwie zwanghaft hier umsetzen. Erstmal schauen, macht es überhaupt Sinn? Hat dieser Mann sich das überhaupt verdient? Ne? Weil das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, genau, das ist vorab, bevor es jetzt überhaupt hier anfängt. Also, was kann man tun, um einen Mann von sich zu überzeugen? Also, was sollte man mitbringen? Was sollte man machen, damit es in der Liebe einfach leichter wird oder mit den Männern leichter wird und auch besser klappen kann? Da habe ich dir jetzt diese 6 Tipps mitgebracht. Ich fange jetzt einfach mal Tipp 1 an. Und Tipp 1 ist Signale senden. Also, sprich, bevor es überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu einem Dating-Prozess kommen kann, zu einem Kennenlernen kommen kann, ja, muss man sich natürlich irgendwie erstmal überhaupt kennenlernen und erstmal den ersten Schritt aufeinander zugehen, um sich überhaupt kennenlernen zu können. Und da ist Signale senden bzw. Blickkontakt unglaublich wichtig. Also es ist unglaublich wichtig, dass du deine Schüchternheit beiseite schiebst und es schaffst, einen Mann in die Augen zu schauen, zu lächeln. Wirklich, du musst ja jetzt nicht sonst wie Flirt-Weltmeisterin sein und dann irgendwie, ne, die Augenbraue noch hochmachen und so winken und was weiß ich was, was man manchmal im Film sieht. Man muss einfach nur wirklich es schaffen, wenigstens einen kurzen Blickkontakt, ja, standhalten zu halten und dann wirklich auch mal zu lächeln, damit der Mann sich eingeladen fühlt und denken kann, ja, die Frau kann ich jetzt ansprechen. Also Signale senden ist wichtig. Ob das jetzt tatsächlich, ne, face to face irgendwo draußen ist, oder im Chat ist, ne? Also im Chat kannst du auch Signale senden im Sinne von, dass du Interesse hast und nicht einfach stumpf und, ne, so, oh, distanziert wirkst im Chat, sondern dass du auch Signale sendest, dass du Lust hast, dich zu treffen oder dass du Lust hast, diesen Menschen kennenzulernen. Also das ist unglaublich wichtig, weil ein Mann, der keine Signale von dir erhält, kann auch nicht, ja, ich sag jetzt mal, in den Angriff gehen und sagen, ja, die möchte ich jetzt kennenlernen und da traue ich mich jetzt auch mal, sie anzusprechen oder sie nach einem Treffen zu fragen. Ne? Weil wenn nichts kommt, ja, dann kann der Mann da auch nicht ganz sicher sein, ob das jetzt funktioniert. Also der Mann muss sich schon so ein bisschen sicher sein, dass er da eine Chance hat. Ne? Weil manche nehmen das mit diesem Thema Jagdinstinkt zu ernst, manche Frauen machen gar nichts und wundern sich, warum der Mann dann, ja, irgendwann das Interesse verliert. Also wenn du jemanden von dir überzeugen willst, wenn sich jemand in dich verlieben soll, dann muss da ja erstmal überhaupt dieser erste Kontakt eintreffen können, damit der Mann sich auch in dich verlieben kann. Also Blickkontakt ist eine Sache, die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du da jetzt aktuell noch zu schüchtern bist, das gar nicht kannst, dann solltest du das wirklich üben und auch daran arbeiten und dich auch fragen, warum kannst du das nicht? Also du kannst dir hier jetzt auch wirklich diese Frage selber stellen und sie ihm nach diesem Video wirklich beantworten. Warum kann ich das nicht? Also warum kann ich jetzt hier also nicht über meinen Schatten springen? Warum bin ich schüchtern? Ne? Wovor habe ich Angst in Bezug auf Männer? Denn es ist da wirklich wichtig, seine Ängste zu verlieren, ne? Weil, wie gesagt, ohne Blickkontakt geht es auch nicht in die zweite Runde, ne? In die zweite Runde im Sinne von Daten. Genau. Als nächstes auch ganz wichtig, eine eigene Meinung zu haben. Ne? Also nicht immer Ja und Amen, wenn man fragt, was, ja klar, können wir machen, ja klar, machen wir, ja okay, ja Amen. Ne? Sondern nein, man möchte eine Frau, die auch mal sagen kann, nö, möchte ich nicht.
Nee, ist nicht meine Meinung. Ne? Nicht herablassend oder abwertend, aber einfach auch, ja, sich ein Stück weit selbst kennt, ne? Sich selber kennt und auch dann ja die eigenen Grenzen stecken kann. Ne? Ein Mann möchte auch eine Frau, die so ein bisschen die Stirn bietet, ne? Und nicht einfach nur zu allem Ja und Amen und ja, ich gebe dir keine Widerworte. Ne? Weil das macht ja auch keinen Spaß. Dann denkt sich der Mann so, ja, okay, toll. Ich kann ja machen, was ich will. Die bietet mir ja keine Stirn. Sagt zu allem ja, was ich gut finde. Ist halt dann so ein bisschen langweilig, ne, am Ende, weil ja, es steht keine Dynamik. Ne? Also der Mann möchte ja wirklich dich kennenlernen. Und dich kennenlernen heißt, dass du dich auch kennen solltest und wirklich auch deine eigene Meinung haben darfst. Keiner sagt, dass du irgendwie, nur weil du jemanden attraktiv findest, dann alle deine Werte, Meinungen über Bord werfen sollst. Im Gegenteil, du sollst sie behalten. Und wenn du dir über gewisse Dinge noch keine Meinung gebildet hast, dann kannst du es dir ja noch machen. Also sprich, wenn ein Mann dir etwas erzählt und du hast dazu keine Meinung, dann sag das. Irgendwie habe ich mir dazu noch keine Meinung gebildet oder so. Ne? Dann nicht so tun, so, ja, klar, ich habe genau dieselbe Meinung wie du. Nein, es ist auch okay, mal zu sagen, nö, habe ich keine Meinung zu. Also steh zu dir, sei authentisch. Nur ganz wichtig, sei da authentisch, steh zu dir und vertrete auch das, wofür du stehst. Und ändere nicht alles, nur weil du jemanden attraktiv findest und werf da nicht alles sofort über Bord. Das finden Männer gar nicht attraktiv. Also so verlieben sich Männer auch nicht in dich. Genau. Das nächste auch ganz wichtig, Männer wollen natürlich auch irgendwie Nähe aufbauen. Und wenn du so ein unnahbarer Typ bist, so, oh, ne, Nähe-Distanz-Probleme, ne, so. Immer schon sachte, ne? Nicht so viele Berührungen, dann wird es auch schwierig. Ne? Also der Mann braucht natürlich auch eine gewisse Nähe von dir. Ne? So, du darfst nicht unnahbar wirken, ne? Weil sonst kann man sich auch schwer verlieben. Es ist ja schwierig für einen Mann, wenn du irgendwie erstmal 4 Monate brauchst, um jemanden zu vertrauen, um jemanden wieder an dich ranzulassen und, und. Natürlich kannst du mit Körperlichkeiten auch warten, aber. Ich meine, es ist ja auch irgendwo normal, dass ein Mann dann nach dem zweiten, dritten Date ja auch mal einen Kuss geben möchte oder so. Na, und wenn du da erstmal 7 Monate brauchst, ich überspitzt gesagt, um jetzt irgendwie eine Zärtlichkeit auszutauschen, ist das für den Mann dann irgendwann auch zu anstrengend, weil er sich denkt so, oh, ob das nochmal überhaupt was wird. Ne? Weil wenn du so ein starkes Misstrauen hast, schwierig, dass ein Mann sich dann in dich verliebt. Denn du musst ja auch in gewisser Weise offen sein und auch bereit sein, Nähe zuzulassen und nicht unnahbar sein, ne? Weil. Ja, ne, manche wie da auch wieder, wie gesagt, auch da schon wieder auf diesen Jagdinstinkt zurückzugehen. Jagdinstinkt heißt nicht, du sollst eine harte Nuss sein mit einer Schale, die keiner knacken kann. Ne, das macht keinen Spaß, das ist zu anstrengend dann irgendwann. Ne? Sondern du musst eine Frau sein, die natürlich auch ihre Grenzen haben darf und die nicht sofort sich komplett irgendwie Seelenstriptease machen muss. Aber du musst schon in gewisser Weise auch irgendwie offen und bereit sein, jemanden auch in dein Leben zu lassen. Ne? Und du wirkst dann vielleicht sehr unnahbar, wenn du das nicht tust. Ne? So Panzer, Mauer um mich herum. Kann natürlich sein, dass du Gründe hast, warum du diese Mauer um dich herum gebaut hast. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit verletzt und so weiter. Aber dann ist es erstmal wichtig, das aufzuarbeiten. Ne? Wirklich die Mauer wieder fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich lasse wieder Menschen in mein Leben. Und ich bin auch wieder bereit, Erfahrungen zu sammeln. Ich lasse auch wieder einen Mann in mein Leben. Ne? Denn ja, lieber die Mauer fallen lassen und Erfahrungen machen, als die Mauer steht und ich komme überhaupt über das zweite Date nicht hinaus oder über das dritte Date nicht hinaus, weil der Mann dann irgendwann denkt, oh, das wird, ja, das wird mir zu schwer. Das ist mir zu schwer. Das ist wie so ein Rätsel, was ich nicht lösen kann. Das macht dann halt irgendwann tatsächlich keinen Spaß mehr, weil ja du unnahbar wirkst. Also wenn du das Problem hast mit diesem unnahbar sein, dann frag dich wirklich, woher kommt es? Ne? Oder hast du schon mal dieses Feedback bekommen? Ne, so irgendwie komme ich nicht an dich ran, ich weiß nicht, was du denkst, ich kann dich nicht einschätzen. Ne? Das ist so typisches Feedback, wenn man unnahbar wirkt. Und da ist es halt wichtig, dass man dieses Feedback, wenn man das schon wirklich mehrfach auch gehört hat, auch mal ernst nimmt und sich dann selber fragt, okay, woher kommt das? Warum bin ich unnahbar? Und daran dann arbeitet, dass man nicht mehr unnahbar wirkt, ne? Weil dann wird es natürlich in der Liebe viel, viel leichter. Und wenn du daran arbeiten möchtest, kannst natürlich auch alleine daran arbeiten, aber wenn du da Unterstützung oder Hilfe haben möchtest, also wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt meine Mauern mal fallen lassen, ich möchte nicht mehr unnahbar sein, ich möchte wieder Zärtlichkeit zulassen, ich möchte aber auch ja, Signale senden können, beispielsweise meine Schüchternheit verlieren, ich möchte wieder ich selbst sein, ich möchte
authentisch sein, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich attraktiv finde, ich möchte selbstbewusst sein und so weiter, dann kann ich dir auch sehr gerne helfen und dich dabei unterstützen, dass du das alles wieder gewinnen kannst, damit es in der Liebe leichter wird und dass du einen Mann wirklich ja mit Leichtigkeit auch von dir überzeugen kannst. Also da kannst du dich gerne bei mir melden, beispielsweise einfach über meine Website simone-janiga.com. Das ist meine Website, da findest du auch einen Button für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und in diesem kostenlosen Beratungsgespräch zeige ich dir ganz genau, wie ich dir helfen kann und welche Schritte wichtig sind, damit es in der Liebe klappen kann. Und dann zeige ich dir ganz genau, wie auch eine Zusammenarbeit mit mir aussieht, wie meine Unterstützung aussieht, damit es in der Liebe halt für dich funktionieren kann. Und wie gesagt, das Beratungsgespräch ist kostenlos, also kannst dich gerne dafür eintragen, wenn du Interesse hast. Genau, also wichtig da, das ist ein Problem. Ne? Also wenn da keine Nähe kommt, ist ein Mann schnell auch abgeneigt. Ne? Also das heißt, wie gesagt, nicht, dass du alles sofort mit ihm machen lassen sollst, bitte nicht falsch verstehen, aber du weißt selber, wenn du das hast, das Problem, dann kennst du das und dann weißt du auch ganz genau, wovon ich jetzt hier gerade spreche. Der nächste Tipp ist ne, Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein haben, Selbstbewusstsein aufbauen, ja selber selbstbewusst auftreten. Es ist ein unglaublich wichtiger Tipp. Ne, weil wenn du selbstbewusst bist, dann kannst du dich auch viel besser präsentieren, viel besser verkaufen, kann der Mann sich auch leichter in dich verlieben. Ne, also Selbstbewusstsein ist wirklich unglaublich wichtig. Ne? Also sich selber gut fühlen, ne? Also wohl, sich selber wohlfühlen, auch in seinem Körper, das gehört auch zu Selbstbewusstsein. Das heißt jetzt nicht nur, dass man sich irgendwie ja, locker und leicht unterhalten kann und entspannt in ein Date gehen kann, weil man ja selbstbewusst ist und weiß, dass man gut ist, dass man, ne, dass man das schon irgendwie hinkriegt, sondern Selbstbewusstsein heißt auch, sich selber wohlzufühlen, weil dadurch dann natürlich auch das Selbstbewusstsein viel stärker zur Geltung kommt. Also sich selber in seinem eigenen Körper auch wohlfühlen, wo manche Frauen tatsächlich so ein paar Probleme haben. Was ein wichtiger Tipp, den ich dir hier mitgebe, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und auch der Tipp, dass man daran natürlich auch arbeiten kann, damit man ja wirklich leichter und entspannter an ein Date gehen kann. Denn jeder Mann liebt eine selbstbewusste Frau an seiner Seite und verliebt sich natürlich auch viel leichter in eine Frau, die selbstbewusst rüberkommt, als in eine Frau, die sehr unsicher wirkt, ne, sehr schüchtern, ne, so. Ja, und nicht so wirklich aus sich herauskommt, vielleicht auch sich gar nicht traut, sich wirklich weiblich zu kleiden oder so, gibt es ja auch, ne? Also Selbstbewusstsein, mangelndes Selbstbewusstsein zeigt sich natürlich in ganz verschiedenen Facetten, ne? Also es gibt jetzt nicht dieses eine, so zeigt sich ein mangelndes Selbstbewusstsein, sondern es gibt natürlich verschiedene Facetten, wie sich das zeigen kann, ne? In Schüchternheit, in, ja, Unsicherheit, ne? Dann aber vielleicht auch in der Kleidung, ne, immer schwarz tragen, ne, so Angst, so, dass man irgendwie dann die Rundungen, dass das dann irgendwie schlecht wirkt und was weiß ich. Also wie gesagt, Selbstbewusstsein, mangelndes Selbstbewusstsein zeigt sich in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und da ist halt wichtig zu sagen, okay, ich baue mein Selbstbewusstsein wieder auf, weil dann wird es natürlich auch leichter, ne, und dann kann ein Mann sich auch leichter in mich verlieben, weil du verliebst dich auch leichter in einen Mann, der sicher ist. Der sicher mit sich ist, sicher mit seinem Körper ist und findest es auch ein bisschen kurios, wenn ein Mann dann irgendwie sagt so, ja, ich möchte mich diese Woche nicht daten, weil ich habe jetzt ein paar Funde zugelegt in den letzten Monaten, ne? Lass mal bitte erst in 3 Monaten treffen, wenn ich das wieder abtrainiert habe. Da denkst du dir auch so, okay, finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz so sympathisch, ne? Ja, also selbstbewusst sollte man sein und das im jetzigen Moment und nicht erst in 3 Monaten, ne? Weil du sollst jetzt jemanden kennenlernen, du sollst jetzt jemanden daten und du hast auch du hast es ja auch verdient, jetzt die Liebe in dein Leben zu haben und nicht erst in 3 bis 6 Monaten. Ne? Also deswegen Selbstbewusstsein aufbauen. Der nächste Punkt ist Geduld haben. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kommt aber so ein bisschen aus diesem Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn man mangelndes Selbstbewusstsein hat, nicht ganz sicher mit sich ist, dann mangelt es einen häufig auch an Geduld. Und mangelnde Geduld kommt nie gut rüber. Ein Mann mag es nicht, wenn eine Frau immens ungeduldig ist. Ne, immer dieses Jetzt, Jetzt, Jetzt. Ne? Also wenn dann mal eine halbe Stunde keine Nachricht zurückkommt, sofort Alarmstufe Rot. Wenn der Mann sagt, er kann erst sich in 5 Tagen treffen, Alarmstufe Rot bei der Frau. Ne? Und die macht dann Druck, sehr viel Druck. Und das mögen Männer nicht. Männer mögen nicht, dass wenn die Frau zu starken Druck aufbaut bezüglich der nächsten Schritte. Ne? Also Geduld zu haben ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du Geduld hast mit einem Mann, dann kann er sich auch viel leichter an dich verlieben. Weil wenn du Geduld hast, dann bist du entspannter, bist du lockerer und gibst ihm auch seine Freiräume. Ne? Weil du willst ja eigentlich auch deine Freiräume behalten. Das sollte man auch in einer gesunden Beziehung. Und
Genauso möchte der Mann natürlich auch seine Freiräume behalten. Aber wenn du ungeduldig bist, dann hat er Angst, dass er seine Freiräume dadurch verliert. Also das ist wirklich wichtig, dass du das beachtest, die Freiräume des anderen zu respektieren, deine eigenen Freiräume aber bitte auch beibehalten und nicht dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, nur weil ein Mann in dein Leben tritt. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich Geduld zu haben. Ne? Also ja, einfach da zu sagen, okay, ich gebe dem Mann die Freiräume, ich habe Geduld. Wir müssen uns jetzt nicht morgen treffen. Es ist auch okay, dass wir uns erst am Wochenende treffen. Na, also da bitte ein gesundes Maß an Geduld mitbringen. Na, wenn der Mann dich irgendwie 7-mal versetzt, ist natürlich nicht mehr gesundes Maß an Geduld. Das ist respektlos. Na, aber du weißt, da mit dem rationalen Verstand handeln und da wirklich die richtige Geduld mitbringen. Und wenn du dir so unsicher bist, was ist jetzt richtig, was ist falsch, dann kannst du auch sehr, sehr gerne zum Beispiel einfach in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe mit dabei sein. In dieser Facebook-Gruppe gebe ich auch einmal die Woche ein Q&A, also gehe ich live und da kann man mir Fragen stellen, da kannst du zum Beispiel auch deine Situation schildern und ich kann da wirklich darauf sagen, ne, was das gesunde Maß an Geduld jetzt wäre. Also wenn du zum Beispiel Lust hast, da auch noch weiter an dir zu arbeiten und zu wachsen und mir nochmal konkret Fragen zu stellen in einer Gruppe, gerne. Ne? Also ich habe dafür meine Facebook-Gruppe Manifestiere dein Liebesglück und kannst da sehr, sehr gerne beitreten. Link findest du auch wieder in der Beschreibung. Bist du herzlich eingeladen, da gebe ich auch mal ganz, ganz viele Tipps, ja, wie man beispielsweise auch mit solchen Situationen dann besser umgehen kann. Aber wichtig ist, ne, du musst da ein gesundes Maß haben und du musst auch verstehen, ne, was ist zu viel, was ist schon zu viel verlangt und was ist okay. Ne? Genau, also das sind meine 6 wichtigen Tipps für dich. Guck mal wirklich jetzt am Ende, was davon du wirklich ja, erfüllst oder frag dich da auch wirklich, ne, warum bin ich so schüchtern? Warum habe ich ein Problem, mich zu öffnen? Ne? Warum habe ich diese Mauer aufgebaut? Warum fehlt es mir an Selbstbewusstsein? Was an mir bemängel ich denn so? Warum fehlt es mir an Geduld? Ne? Was macht es mit mir, wenn jemand zum Beispiel mal ein paar Stunden nicht schreibt? Und ja, bin ich bereit, auch Freiräume zu lassen? Und dass du dich da einfach jetzt nochmal reflektierst und das mal wirklich auch aufschreibst für dich, damit du da wirklich daraus lernen kannst und gucken kannst, okay, welche Tipps kann ich jetzt noch wie umsetzen und was kann ich oder kann ich dafür persönlich jetzt noch tun. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, wenn das Ganze hier gefallen hat, kannst du es gerne auch abonnieren, diesen Kanal. Und dann bist du auch automatisch beim nächsten Mal dabei, weil du dann natürlich auch eine Nachricht bekommst, wenn das nächste Video wieder draußen ist. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, dass die Tipps dir gefallen haben, dass du die gut umsetzen kannst. Bis dahin, deine Simone.